Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge SpongeBob, beziehungsweise eher Sandy gerade. Die haben wir nämlich in der letzten Folge erhalten und ich glaube, es wird schon fast mein Lieblingscharakter. Lass uns mal das Schild lesen. Sandy kann einen Roboter mit dem Lasso fangen, wenn du rechte Maustaste drückst. Ja, genau aus dem Grund wird Sandy mein Lieblingscharakter. Einerseits hat sie so ein cooles Lasso. Und sie kann sehr, sehr weit springen mit dem Lasso. Ey! Mist, das Ding kommt immer wieder. Hier oben steht schon wieder so ein D1000 rum. Den müssen wir natürlich schnellstmöglich vernichten. Können wir den auch mit dem Lasso? Nö, der kriegt einen Karate-Tritt. Und die tragen alle dieselben Unterhosen hier, egal ob Frau oder Mann. Schon etwas komisch. Wo geht's denn weiter? Hier drüben. Zack. Und zack. Ja, das ist doch cool, oder? Transportkiste brauchen wir natürlich noch nicht. Wir auch hier reinspringen können? Na, ich möchte es nicht ausprobieren. Ah! Das war knapp. Goldener Pfannenwender, Nummer 11. Ja, Sandy, du bist eine Tolle. Exit. Na. Achso, wir müssen F drücken. Man sollte vielleicht auch lesen, was unten steht. Auf zu den Dächern. Hey, Harry, was geht ab? Sandy, Junge, bin ich froh, dich zu sehen. Ich brauche deine Hilfe. Mein Fernsehempfang ist in letzter Zeit so schlecht. Ich brauche jemanden, der meine alte Antenne gegen diese glänzende neue hier austauscht. Ja, diese Antenne glänzt mehr als eine 3-Dollar-Note. Und warum tauschst du sie nicht selbst aus? Weil ich nicht wirklich gut springen kann. Und? Was hat Springen damit zu tun? Naja, die alte Antenne ist da oben. Das ist ja höher als ein Glas Texas-Eistee. Die Roboter haben das Gebäude abgeriegelt und ich beherrsche diese schicken Sprünge nicht, die du und SpongeBob könnt, um über die Abgründe zu kommen. Das Einzige, was ich kann, ist meine Muskeln spielen lassen. Willst du mal sehen? Ja, toll. Und was machst du mit der alten Antenne? Ach, die? Wenn du sie gegen die neue austauschst, gehört sie dir. Tja, ich habe in meiner Baumkuppel auch schlechten Empfang. Okay, Larry, abgemacht. Jawohl. Will Larry hauen? Karate-Tritt. Witzig. Okay. Ja, mal schön. Blumenkasten, Transportkiste. Alles klar. Und wieder Toilettenpapier. Auf dem Dach, ganz wichtig. Sandy kann über große Abgründe springen, wenn du... Ja, das weiß ich doch. Mach erstmal in Ruhe. Ich möchte erstmal gucken, was hier alles ist. Wo müssen wir denn? Wir müssen da links dann rüber, ne? Haben wir hier noch was? Den hauen wir nochmal. Und dann nehmen wir uns hier noch schnell die glänzenden Objekte mit. Und hier haben wir eine Bushaltestelle. Und schaut. Na gut, dass wir nochmal geguckt haben. Ach, die kann nicht. Ah, die kann gar keinen Sprung. Also so einen Sprung. Dann wechseln wir mal ganz kurz. Wieder zu SpongeBob. Und dann müssen wir mit dem mal ganz kurz hier drauf springen, um zu gucken, was hier Schönes passiert. Boah. Wahnsinn. Darüber kommen wir zwar nicht, aber das waren noch eine ganze Menge glänzende Objekte. Und wir gucken nochmal. Fallschaden gibt es wirklich nicht. Schnell wieder zur Sandy. Okay, das Spiel macht also automatisch immer die Charaktere, die gerade angesagt sind oder angebracht sind. Ich dachte schon, wir kriegen jetzt Patrick und müssen dann nochmal wechseln. Aber nein, das hat funktioniert. Okay, dann machen wir hier einen schönen Lasso-Sprung hier rüber. Oh nein! Schnell mit dem Lasso, wir müssen sie retten. Der ist ja fies. Den holen wir uns doch mit dem Lasso, aber hallo. Ach Mist, da stand gerade was. Ich hätte es mal lesen müssen. Das war so schnell wieder weg. Die kann jemand gebrauchen. Schwinge dich an den Schwunghaken. Moment, wir müssen es gleich nochmal lesen. Schwinge dich an Schwunghaken, indem du die rechte Maustaste drückst. Ja, ich weiß doch. Ich würde ganz gerne erstmal den Typen... Okay, wir sollen den anscheinend noch nicht töten. Sollen erstmal hier rüber... Ah! Nimm doch mal den Schwunghaken. Ui, na, zum Glück hat das nochmal geklappt jetzt. Ah, okay. Oh, nein. Okay, wir haben ihn. Eine Boxershorts verloren, aber hier oben liegt zum Glück gleich die nächste. Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Tja, selber schuld. Scheine anscheinend die besten Unterhosen in der ganzen Stadt zu sein. Ich liebe Sandy.
Schaut euch mal an, wie schnell der gerade kaputt war, wie wir mit dem gekämpft haben vorhin. Autsch! Eine Abbrechung! Wir waren noch weit genug weg. Oh, oh, ich hatte gerade Angst, wir fallen hier runter. Dann geht's da hinten weiter. Ach, okay, das Ding kommt zu uns gefahren. Dann ist ja alles in Ordnung. Uah. Und auch ihre... Ja, das macht man auch nicht. Ich habe Heimweh nach Texas. Kennt ihr noch das Lied, was die Gute gesungen hat? Ja, D1000 ist doch gut. Du könntest auch mal einfach defekt sein und blöd rumstehen. Warum haben die alle Klopapier auf dem Dach? Anscheinend auch Corona ausgebrochen. Die haben alle ihre wertvollsten Gegenstände auf die Dächer geschafft, damit die keiner findet. Jetzt haben wir's. Geil, und noch ein Tritt. Also die Moves sind echt cool. Wieder ein bisschen Kelloggs-Werbung. Nicht Kelloggs. Cornflakes meine ich natürlich. Weil wer soll die hier oben lesen, ne? Oder fahren die Boote immer hier oben lang? Und schon wieder 2100. Langsam wird's ganz schön teuer hier. Für was denn? Um Brücke aufzubauen. Welche Brücke denn? Gar keine. Die hier. Boah. Hä? Der hat einfach das nächste Ding nicht anvisiert. Schon wieder nicht. Ich drücke die Taste und es passiert nichts. Ach, wir müssen wahrscheinlich erstmal einen Doppelsprung machen. Okay. Jetzt aber. Nee, wir müssen wieder andersrum. Ah, und wir. Ich bin zu doof für dieses Spiel. So, Doppelsprung, einmal drücken. Gedrückt halten, okay, nochmal. Dann hier nochmal ein Doppelsprung vielleicht und nochmal. Und hier nochmal ein Doppelsprung vielleicht und nochmal. Und jetzt habe ich es, glaube ich, raus. Wir müssen immer so einen Doppelsprung zwischendurch machen. Ich dachte, die kann von Haken zu Haken angeln, aber da habe ich wahrscheinlich zu viel verlangt. Nein! Wow! Und da haben wir den goldenen Pfannwender. Nummer 12. Es geht richtig gut voran hier. Das freut mich. Das ist jetzt die Frage, denn wir müssen ja die Antenne noch holen. Also müssen wir doch nochmal zurück, ne? Wir hatten ja hier eine Transportkiste, aber ob die uns auch... Bringt die uns dahin wieder zurück oder wohin bringt die uns? Wir probieren es einfach mal aus. Okay, sie bringt uns hierhin zurück. Sehr gut. Was stand da gerade? Ich konnte es nicht genau lesen. Es war zu schnell weg, aber was soll's. Wir werden es auch so schaffen. Ja, ist doch gut. Geh weg mit deinen dummen Dingern hier. Oh nein. Die hätten wir gleich am Anfang gebraucht. Da wäre ich gar nicht so oft gestorben. Nein, nein, nein. Das wollte ich gar nicht. Ach Mist. Ich wollte eigentlich erstmal links hoch. Aber vielleicht kommen wir ja von hier jetzt darüber. War vielleicht sogar so gedacht. Scheint so. Was haben wir hier? Bikini... Bottom Motor Company ist bestimmt stolzer Partner von Mrs. Puff. Die übrigens die Schwester von Bastian Puffpuff ist. Okay, wir haben, was haben wir? Da drüben kommen wir erstmal nicht hin. Wir müssen tatsächlich hier lang. Und das Ding treibt uns anscheinend zurück, aber nicht dolle. Das geht ja alles noch. Um große Abstände zu überqueren, musst du den Lasso-Kleider und dann den Lasso-Schwung ausführen. Okay. Wo müssen wir denn hin? Darüber. Wir holen uns erstmal die hier. Müssen wir noch ein paar glänzende Objekte einsammeln. Um in Schwung zu kommen. Da hast du vollkommen recht. Also erstmal das, dann diesen. Also die Info wäre vorher mal schön gewesen. Da wäre ich auch nicht zweimal runtergefallen. Ich weiß gar nicht, da drüben ist die Antenne. Okay. Ach Mist, die kann ja gar nicht so einen Sprung von oben. Ich hab's schon wieder vergessen gehabt. Wow, die sind ganz schön schnell unterwegs. Fallen diese Hände drumherum, die uns dann... Ach Mist, wir haben ja schon wieder ein D1000 hier. Komm, bring die alle um. Ja, der Lasso-Move braucht halt leider eine Sekunde, bevor der funktioniert. Und da ist natürlich schwierig, wenn man von zwei so einen Typen hier verfolgt wird. Jetzt wäre eine Boxershorts ganz schön. Wir machen nochmal ganz kurz hier rüber.
Ich habe mir nämlich etwas eingeschurzt. Dann holen wir uns noch schnell die hier. Ach, wir können nicht... Ah, wir brauchen gar nicht schleichen. Wir können die hier mit unserem Lasso holen. Das ist natürlich auch cool. Plus der letzte, den... Doch, den kriegt sie auch noch. Okay. Lasst uns den schönen Schalter hier mal drücken. Ah, das ist ja cool. Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Warum macht sie es dann? Vielleicht gefällt sie ja doch. Wow. Also ohne Sandy werden wir hier voll aufgeschmissen. Das liebe nette Eichhörnchen aus Texas. Komm wieder ein Stück runter. Dankeschön. Ganz schön schwindelerregende Höhe hier. Und das sind, glaube ich, auch noch ein ganz paar Dächer, bis wir mal zu der Antenne kommen vom Larry. Dass er sich nicht einfach von seinem Nachbarn ein Kabel mitlegt, von in seiner Satellitenschüssel. Wäre doch alles einfach. Ah, einfacher. Wow. Wir müssen hier schon ganz schön aufpassen, was wir für einen Unfug treiben. Schade, ich wollte eins überspringen. Damit wir etwas schneller vorankommen, aber es war anscheinend keine gute Idee. Man hätte es bestimmt schaffen können, aber ich war einfach zu dumm dafür. Auf einen neuen Versuch. Jetzt aber. Einmal hier rüber. Einmal hier rüber. Einmal hier rüber. Und einmal hier rüber. Oh, oh, oh. Nicht so gut wie Texas Barbecue. Hey, gib das Lilane. Das sind noch die Besten. Und wir werden hier noch beschossen. Oh Mann. Und schaut euch die ganzen glänzenden Objekte an. Schlüpfer brauchen wir nicht. Alles noch frisch untenrum. Erstmal den D1000 zerstören. Schnell. Nein. Ah, nicht schon wieder zwei davon. Dann machen wir erstmal schnell hier rüber. Da haben die keine Chance. Und jetzt war es nur noch einer. Okay. So haben wir es doch mal gekonnt geregelt, würde ich sagen. Schnell hier rüber. Alles kein Problem für uns. Ah, jetzt. Ja, da waren wir zu nah dran. Das war ein bisschen doof. Sie ist aber auch sehr geschickt mit dem Lasso. Sandy kann, genau wie SpongeBob, Abhänge hinunterrutschen. Oh nein, muss ich hier rutschen? Ach du Scheiße. Ach cool, auf so einer Muschel. Ist natürlich cool gemacht. War nur relativ kurz. Wir müssen anscheinend hier drauf. Ach nee, dann rutschen wir nochmal. Ach Mist. Ach so, wir hätten wahrscheinlich... Oh, das war ganz knapp. Aber so sollte es funktionieren. Kaboom. Ja, wir müssen es doch bald mal geschafft haben. Zu der guten Antenne. Oh. Nein. Hol den erstmal. Shit, es ist zu weit weg für unser Lasso. Wir müssen schneller ran. Näher ran, nicht schneller. Wow, jetzt sind wir fast runtergerutscht. Okay, geschafft. Noch ein goldener Funwender Nummer 13 müsste es sein. Jawohl. Warum haben wir hier jetzt eine Bushaltestelle? Nö, ich bleib schön bei... Ach so, weil wir nicht auf diesen Schalter springen können. Das ist natürlich ein bisschen Mist. Dann sind wir doch wieder der gute SpongeBob und werden jetzt mal hier die Antenne vom Larry austauschen. Total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück, 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 drück. Ja, wenn es abends der Knopf ist für den Fernseher, dann ist das schon sehr befriedigend nach einem harten Arbeitstag. Noch eine Socke für Patrick, Nummer 12. Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Ich denke auch. Frag mich, wie der hier oben wie ein neuer Schwamm seine Socke verlieren konnte. Ja, und jetzt können wir die Tür hier hineinlaufen. Können wir. Alles klar, Kinder? Ei, ei, Captain. Geht das nicht lauter? Was sollen wir machen? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Also das Ding wird gleich
eine ganze Menge Dinger werfen. Boah, das müssen wir doch bloß einmal hauen, ne? Nimm das. Ach so, das sollte so sein, okay. Oh, oh. Das Ding ist aber mal ein bisschen schneller unterwegs hier. Wo ist es? Hier ist es. Haben wir ganz schnell erwischt. Ach, shit. Wir brauchen die Schlüpfer. Wir bleiben jetzt diesmal hier oben und gucken erstmal, wo das Ding ist. Nein. Ich wollte es ganz schnell erwischen, bevor es überhaupt nur ein Ding wirft. Aber so schnell war ich nicht. Jetzt ist es hier. Ach, Mist. Nein. Wirf nicht so viele. Shit. Wir brauchen die Schlüpfer. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Autsch. Hä? Jetzt aber. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Da haben wir ihn. Nein. Schnell. Schnell weg hier. Was ist hier? Ah nein, noch so einer. Ach, jetzt hätte ich gerade gerne Sandy gehabt. Jetzt müssen wir erstmal vor dem ausweichen. Dann kriegt der eine rein. Dann machen wir die Hundis kaputt. Ah, shit. Das wird ja langsam ganz schön kompliziert hier. Aber da ist der goldene Pfannwender. Den wollen wir natürlich haben. Oh, ab mit deinen Raketen. Zum Glück ist das Ding, das sieht so aus, als würde es extrem viel aushalten, aber ist tatsächlich beim ersten Schlag kaputt. Ist hier noch so ein... Ach, hier ist noch so ein D-1000. Sag das doch. Ich hab den nicht gesehen. So, jetzt aber. Dann machen wir bloß noch die restlichen hier kaputt. Und dann sollten wir doch den Pfannwender bekommen, hoffentlich. Her damit. Und ein Lenkrad. Jawohl. Einmal hier. 8 von 11 fehlen bloß noch 3 Stück. Mal schauen, dann können wir wieder zur Mrs. Puff. Und vielleicht drückt sie ja doch einen Führerschein raus. Wäre eine schöne Sache. Glaube ich aber fast nicht. Oh. Naja, aber für die ganzen glänzenden Objekte kann man auch mal eine Schlüpfer riskieren. Ja, ich wollte sagen, SpongeBob, ich glaube nicht, dass sie einen Führerschein verschenkt, weil wenn ihr mal seine Fahrkünste anguckt, da erkennt man viele auf den Straßen hier wieder in der Wirklichkeit, wo man sich denkt, wie haben die es geschafft, einen Führerschein zu erlangen? Jetzt weiß ich gerade, ach so, wir müssen hier drauf, okay. Und hier rüber. Und was haben wir hier? Schlüpfi? Dann nehmen wir die noch schnell mit. Und hier. Und hier. Und noch eine Schlüpfer. Ah, ich hätte die Schlüpfer gerne. Ah, hier oben ist auch noch eine. Und noch eine Socke. Also besser hätte... Besser hätte es doch gar nicht laufen können. Mensch, das lief richtig gut, diese Folge. Ich dachte schon nach den letzten Folgen, dass das Spiel wirklich zu kompliziert für mich ist. Und das wäre schon ja ein bitteres Eingeständnis, wenn das Spiel zu kompliziert für einen ist. Aber so mittlerweile haben wir, glaube ich, den Dreh raus. Ja, alles gut, jetzt müssen wir bloß noch die Antenne wechseln. Wo war die Antenne? Haben wir ja jetzt gerade noch nicht getan. So, entweder wechseln wir unten nochmal zur Sandy. Transportkiste bringt uns wahrscheinlich wieder ganz runter. Ich wechsle nochmal ganz kurz zur Sandy. Aber ich glaube, es bringt uns nicht viel, oder? Na gut, wir kommen ja jetzt auf jeden Fall schon mal hier hoch. Aber von hier aus... ist halt nicht mehr viel. Na gut, dann sollen wir wahrscheinlich wirklich die Transportkiste benutzen. Wir nehmen sie mal. Und sind beim Larry. Oh, vielen Dank. Endlich kann ich mir die Wiederholungen der Feldfischakten ansehen. Aber wir haben sie anscheinend doch gewechselt. Habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt. Sehr schön, da haben wir doch auch das geschafft. Dann müssen wir wahrscheinlich wieder runter. Gibt es ja noch eine Transportkiste? Nicht wirklich, ne? Ich weiß nicht genau. Hier passiert nichts. Wir haben aber bloß die Bushaltestelle. Also wir könnten natürlich wieder runter. Ist jetzt die Frage. Wir haben aber erst 8 von 11 Lenkrädern. Wir brauchen natürlich noch ein ganz paar mehr. Das ist jetzt etwas verwunderlich. Ich dachte eigentlich, dass wir überall waren. Vielleicht noch unten. Aber hier oben auf den Dächern waren wir doch überall.
Naja, ich würde sagen, die nächsten Lenkräder, die suchen wir dann in der nächsten Folge, denn wir sind leider schon wieder bei der 20-Minuten-Grenze angekommen. Ich denke, das ist ganz okay von der Länge her, dass es nicht zu lange geht und auch nicht zu kurz, dass ihr immer wieder was mitkriegt. Und dann sehen wir uns morgen 19:30 Uhr wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.